Seit Jahren habe ich davon geträumt und jetzt passiert es so hoppla hopp von einem Tag auf den anderen. Hallo. Wo ist der Bräutigam? Ich dachte, ihr bringt ihn mit. Was? Willst du nicht mal im Hotel anrufen? Hab ich schon, da weiß man auch nicht. Den habe ich ganz vergessen, weißt du? Sag mal, für wie blöd hältst du mich, ha? Huh? Die einfachste Lösung wäre, wenn du mir den Falcon einfach abnimmst. Er ist nicht mein Typ. Wenn du ein Freund wärst, würdest du mir helfen. Die Frau ist klasse. Na, es ist doch egal, mit wem er Kim erwischt. Der Stern rastet. Früher da reingeraten und dann... Also du hast früh... Du fliegst raus, Mann. Ich achtkant dich hinterher. Ach, Mann, ich quatsch mir den Mund fusselig und du... Ach, ich sehe ja ein, dass wir was tun müssen. Wir? Ohne Kim wäre alles total easy. Was wird denn jetzt mit dieser Stefanie? Nichts natürlich. Ich lasse mich doch nicht mit der Tochter vom Chef ein. Begreif das doch. Ich brauche sie. Sie ist die Frau meines Lebens. Was du brauchst, ist einen Therapeuten. Ich nehme an, Sie haben bereits gepackt. Ja, ich weiß. Der Urlaub ist vorbei und man möchte gerne noch bleiben. Jan, bringen Sie bitte Frau Becker einen Kaffee. Auf Kosten des Hauses natürlich. Danke. Tut mir leid, dass Sie Ihr Zimmer nicht länger behalten können. Ich hoffe, es hat Ihnen trotz allem bei uns gefallen. Ach. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. So wie Sie aussehen, finden Sie ganz sicher schnell einen neuen Freund. Kaffee Helado, wie immer. Du suchst eine Wohnung. Ja. Ich kann nichts versprechen, aber vielleicht habe ich was für dich. Ja. Der gehört nicht zufällig dir? Nein, komm ruhig rein. Danke. Ich wollte nur sagen, dass hier... Hey, mit der neuen Frisur siehst du ja noch viel besser aus. Danke. Es hat jemand für dich angerufen. Aus Deutschland? Nein, die Nummer beginnt mit 971, also Mallorca. Ja, Mann. Sagt dir der Name was? Keine Ahnung. Willst du nicht zurückrufen? Ja, doch, sicher, klar. Julia? Philippe, hallo. Wenn du was zu trinken willst, bedien dich. Ich bring das hier schnell nach oben. Soll ich nicht helfen? Danke, die Packerchance schaffe ich mit links. Das ist Arbeit für einen Mann. Meine Umzugssachen werde ich schon noch selber schleppen können. Wir sind gerade aus Deutschland gekommen. Endlich. Mensch, es geht besser. Was hast du denn da drin? Ziegelsteine? Bücher. In all diesen Kisten? Naja, außer der nur noch in den beiden. Keine Angst. Du hast ja eine ganze Bibliothek. Nun, übertreib mal nicht.
Herr Beermann? Richtig. Mit wem spreche ich? Hier ist Lena Schilling. Sie hatten im Hotel... Frau Schilling? Furchtbar nett, dass Sie gleich zurückrufen. Sie wissen, wer ich bin. Nein, ehrlich gesagt... Beermann von Mallorca heute. Kennen Sie? Die deutsche Mallorca-Zeitung. Ja? Frau Schilling, wir haben von dem tragischen Autounfall gehört, bei dem Ihre Freundin ums Leben kam. Maren Hoffmann? Tut mir übrigens sehr leid. Ja, und? Ich würde gerne ein Interview mit Ihnen machen. Wie es zu dem Unfall kam und wer... Nein. Bitte? Ich hab gesagt, nein. Na, keine Schule heute? Nö. Hab keinen Bock. Du könntest mir eigentlich deinen Roller leihen. Du bist mir sowieso was schuldig. So? Was denn? Tu nicht so. Das weißt du genau. Was macht ihr denn noch hier? Lukas, musst du nicht in die Schule? Nö, meine Klassenlehrerin ist krank heute. Ha, ha. Ich kann ja so lange am Pool arbeiten. Was hältst du davon, Tava? Ja, ja. Gute Idee. Mach das, mach das. Was ist denn so komisch? Ja. Bei Kim und Rolf fliegen die Fetzen. Rolf ist eben im Büro vorbeigerauscht. Der hat vielleicht eine Laune, sage ich euch. Und warum? Kim hat ein BH in Rolfs Jackett gefunden, der offensichtlich nicht ihr gehört. Ein BH? Ja, ja. Wie kommt er nur dahin? Den bringst du mir jetzt wieder. Oder ich krall mir deinen Roller. Ist das klar? Okay. Wie du willst. Schwesterherz,